Wir sind hier im Kinderspital Zürich. Das ist das grösste Universitätskinderspital der Schweiz. Wir sind rund 2300 Mitarbeitende und eines der führenden Zentren für Kinder- und Jugendmedizin in Europa. Hier im Kinderspital pflegen wir den Kispi-Spirit. Das merkt man, wenn man durch die Gänge läuft, weil wir haben alle direkter oder indirekter einen ziemlich schönen Auftrag. Das ist nämlich Kinder und Jugendliche möglichst schnell, möglichst gesund wieder zurück zu ihren Eltern in den Alltag schicken zu können. Also die grösste Herausforderung in der Rekrutierung bei uns im Kinderspital ist natürlich vor allem der Fachkräftemangel in der Pflege. Und wir wollen natürlich auch die besten Pflegefachleute haben. Also ich glaube, wichtig ist, dass unser Recruiting-Prozess sehr informativ und transparent ist. Also was ich toll finde, dass wir eine persönliche Betreuung haben, die sich bemüht und immer wieder auch bei uns vorbeikommt, als uns auch Tipps gibt, was wir besser machen könnten. Ja, ich glaube, das spezielle an Indeed ist auch, dass Indeed sehr transparent ist und uns regelmässig Zahlen liefert. So wissen wir, dass wir in den letzten 10 Monaten rund 500 Bewerbungen über Indeed bekommen haben. Wir wissen auch, wie viele Klicks haben wir von unserem Inserat gehabt. Wir wissen sogar, was unsere Bewerbung gekostet hat. Nach bald einem Jahr Zusammenarbeit mit Indeed sind wir überzeugt, dass das eine gute Sache ist und wir werden sicher weiter mit Indeed zusammenarbeiten. Aufgrund des Neubaus werden wir in den nächsten Jahren wachsen und werden darum unsere Recruiting-Bemühungen intensivieren. 2022 ist das fertig. Im 2023 wollen wir einzügeln ins modernste und schönste Spital der Schweiz. Bei der Stellensuche bin ich einfach über das Internet, über Google auf Indeed geschossen. Mir ist aufgefallen, bei Indeed ist das Angebot extrem gross und vielseitig. Ich habe Indeed auf meiner Stellensuche genutzt, weil es einfach anwendbar ist für jedermann und vor allem schnell. Ich bin auf Indeed sehr schnell fündig geworden und habe mich dann wahnsinnig gefreut, dass ich direkt anfangen konnte im Kinderspital.